Hallöchen und herzlich willkommen. Guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, liebe Leute. Der Mann mit dem Vollbart ist zurück. Und ja, Kratos ist heute auch dabei. Ja, und ich habe extra mal in meinem PlayStation-Hauptmenü angefangen. Einfach, weil ich hier noch so andere Sachen habe, die werde ich jetzt nicht zeigen. Einmal ein Comic, die 0. Ausgabe, wie es da steht. Artbook, digitales. Und das Spiel selbst. Und wer mal oben rechts auf die Uhrzeit schaut, wir haben es 16:30 frühs zum Release-Tag, also am Freitag, den 20.04. Weil ich mir dachte, ja, ein, zwei Folgen schaffst du bestimmt schon, bevor du auf Arbeit musst. Und ja, schauen wir mal, ob ich es schaffe. Starten das Ganze einfach mal. Und hier ist mein Wecker. Den wir natürlich gleich erstmal ausmachen hier. Und auf das Update warten wir noch fix. Können wir uns auch eigentlich noch ganz kurz den Comic angucken. Wenn der sowieso noch installiert. Santa Monica Studio. Zum Betreten X drücken. Spielaufzeichnung pausiert, ja. Mir egal. Tagtäglich streife ich durch die Wälder. Aha. Ah ja, so ist es also. Ich finde die Musik recht geil gehalten. Nach einer Herausforderung. Und das Update ist installiert. Findet sich immer eine. Zum gucken. Ja, das hält sich eigentlich noch an Grenzen. Ein Bär. Deine Verletzungen. War das ein Bär? Nein, Wölfe. Sie glaubt, dass ich auf der Suche nach einem Kampf in die Wälder gehe. Sie liegt falsch. Alles klasse. Ich habe nicht gegen sie gekämpft. Sie haben angegriffen. Aber ich habe nicht zurückgeschlagen. Nein. Ich beherrsche meinen Zorn. Er beherrscht mich nicht. Der Eintopf ist gleich soweit. Es sei denn, du brauchst mehr Zeit, um dich um deine Verletzungen zu kümmern. Ich bin fast fertig. Ich suche nicht nach Gegnern zum Kämpfen. Ich will mich prüfen. Die Prüfung besteht darin, nicht zurückzuschlagen. Mit der Zeit wurden die Wölfe müde, aber ich hielt meine Wut noch immer im Zaum. Für einen Moment dachte ich, ich hätte es tatsächlich geschafft. Endlich. Was? Die Worte der Trolle hatten für mich keine Bedeutung, aber ihre Absicht war eindeutig. Flieht, verdammt nochmal, solange ihr noch könnt. Ich habe keinen Streit mit euch, Trolle. Sie suchten nach einem Kampf und glaubten, ihn gefunden zu haben. Ich wollte nicht gegen sie kämpfen, aber sie ließen mich nicht in Ruhe.
Das war die wahre Prüfung. Ich beherrsche meinen Zorn. Und ich habe versagt. Atreus, komm ins Haus. Das Abendessen ist fertig und dein Vater hat sich heute beim Kampf mit einem Wolfsrudel Appetit geholt. Aber du hast es heute Morgen ohne Waffe Haus heute Morgen ohne Waffe verlassen. Vater, hast du? Hast du etwa einen Rudel Wölfe mit den bloßen Händen besiegt? Das reicht. Du verstehst gar nichts, Junge. Ich habe heute versagt. Aber du hast den Kampf gewonnen, oder? Meine Gegner habe ich besiegt, aber den einzigen Kampf, auf den es wirklich ankam, habe ich verloren. Den Kampf gegen mich. Ich streife durch die Wälder, um mich zu prüfen, um mich Gefahren zu stellen und dabei meinen Zorn unter Kontrolle zu halten. Aber ich habe die Kontrolle verloren. Und mein Zorn hat gesiegt. Am Ende siegt der Zorn immer. Fortsetzung folgt in Ausgabe 1. Das heißt, wir beenden das jetzt mal. Einmal noch schließen. Und nach dieser wundervollen Einleitung rund um Kratos Zorn starten wir das Spiel. Ja, es ist ja so typisch mit den Day One Patches. Da ich die Konsole jetzt erst vor ein paar Minuten angemacht habe, bevor ich quasi angefangen habe mit Aufnehmen, da kommt er gerade rein. Ah. Noch ein bisschen müde. Also, hat er nicht entdeckt. Ist kein Problem. Beiden Hälften, auf der rechten sehe ich gar keine Details. Deswegen lasse ich das auf 50. Ja. Sony Interactive Entertainment Presents Santa Monica Studio. Nordische Runen im God of War Symbol. Das soll er mal fix die Sprachdateien noch runterladen. Ich weiß zwar nicht, warum das nicht standardmäßig schon so ist, aber naja. Geht ja fix. Naja, ich bin es mittlerweile gewohnt, alles auf Englisch zu spielen. Komplett auf Englisch. Machen wir zwar Subtitle an, weil manchmal die Standardausgabe von Englisch manchmal auch etwas leise daherkommt. Manchmal geht's, manchmal ist es ein bisschen leise und ja. Ist komisch. Aber hier haben wir es schon. Bums. God of War installiert. Few controls. Accessibility. Video Settings, Audio Settings. Ich lasse es erstmal noch auf so wie es ist. Wenn es mir zu laut ist, kann ich da immer noch was regulieren. Normal HUD, Gameplay, Interactive UI. Wir lassen das erstmal so. So. Give me Story. Experience. Challenge. Give me God of War. Ich mach Give me a balanced experience, weil ich ja auch was von der Story haben will.
Stress R1 to swing the Leviathan X. Alter Holzfäller. Bisschen Anspielung auf sein griechisches Dasein. Get in the boat, boy. Genau. Ich muss auf jeden Fall. Nee. Nee. Ah ja, Options. Kann ich hier, ne? Geht bitte der schwarze Hand auf den Senkel, muss ich mal sehr ehrlich sein. Das Inventar, das gucken wir uns später an, wenn wir es brauchen. Follow the river downstream. Father? What? Did something change? The forest feels different. Everything is different, boy. Try not to dwell on it. Yes, sir. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Natürlich wird die Axt von einem Ohm-Zeichen gehalten. Das God of War Logo. Sieht schon geil aus, ja.
Mutter ist tot. Nur Kratos in der Jungen. Mother, do I see my mother? Das am Nacken ist bestimmt noch wichtig. She's ready. Hat ein Schild schon drum. Sorry. Squeeze. This knife. It was hers. Now it is yours. She told you to hunt. She knew. Shall we? Now? Now. What are we hunting? You are hunting deer. In the direction of deer. Okay, this way. Father, why are we doing this now? I need to know you can survive the journey. Then we leave for the mountain? Depends on you. So, jetzt gucke ich aber erstmal hier rein. Nimm die Levis Cyanax, a powerful weapon handed down to Kratos. Wooden Grip. Achso, das ist das Verbessern-Zeug. Und Exiles Guardian. Und da habe ich auch noch andere. Guardian Shield. Exiles Guardian. Hier kann man noch comparen. Edged by the Great Stone Mason from Jotunheim.
Exceptional shield gifted to Kratos by his beloved wife on the anniversary on the night of the night they met. Dokken shield. Menacing shield wielded only by the strongest dark elves of Alfheim. Illustrious shield crafted by the light elves of Alfheim. Buckler of Forge. Wenn du mit denen, weil einfach cooler aussieht. Bei dem Bogen kommen wir noch rein. Armor. Woven Shoulder Guard of Exile. Death Wolf's Shoulder Guard. Bringt erstmal auf verbesserte Werte und wir ziehen das an. Das ist ja Vorbestellbonus gewesen. Ein Edge Socket. I can only be socket into. Right, stat bonuses and unique perks. Okay, into is equipped. Someone can have up to 3 internal pressure. Okay, gab's erstmal eine Dingens dazu. Worn Wrappings of Exile. Der Woos Gauntlet. Ups, kann ich das ja genauso machen? Ne, ist jetzt schon verdient. Banished Belt of Exile. Machen wir komplett die Death Woos Armor. Talisman Harmonix. Ah, auf Atreus habe ich noch keinen Zugriff. Skills. Map, was ist das? Ach, das ist die Dienst, das bin ich. Und näher ran geht nicht, okay. Goals. Codex. Resources. Hunt. So, my boy. Dann schauen wir doch mal, ob What wir erfolgreich find? Sein werden. Not deer, though. I'll keep looking. Hexilver. Boy. You miss these. Huh. Close. But also not deer. See? Tips are too wide. Mountains up? Your mother taught you well. Yeah. Tja, renn da einfach durch die Spuren durch. Ja, auch schön Spuren. Boot. Lost Toys found. Ah, gibt's XP dafür. Immer noch auf die gleiche Art und Weise, wie er schon immer Kisten geöffnet hat. Ich komme klar. Ich wollte nur mal schauen. More tracks? Yeah, but they're too round. Could be a wild boar. Good. Oh, now what?
This way, boy. Oh. Super. Wait, deer tracks. They're fresh. This way. Yep. On my way. To vault over objects. Like this. Slow down, boy. You are hunting deer, not chasing it. Yes, father. Father. Ich glaube, hätte gerade es auch nie gedacht, dass das so nochmal genannt wird. Kiste. Step aside. Wow. Go. Oh, what happened here? Könnte ich die Achse wieder wegstecken, aber ja, dann komme ich, zuerst mal nicht lang, okay. Cool. There it is. Hold. What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Find it. Hm. Find it. Kratos, der alte mürrische Dude. Komm ich hier nochmal zurück? Kette da drüben, das ist ein bisschen curious. Das ist schön, wieder mit gerade zu metzeln. Nice. They've never come this close to our woods before. Keep moving. Gibt's da noch irgendwas? Hier hinten so vielleicht? Wie das Hacksilber von den Toten?
Da liegt auf jeden Fall Loot, das habe ich schon schön im Kampf gesehen. Ah, ein Hellstone. Ah, okay. Da führt mich dort lang. Das heißt, ich gehe dort nicht als erstes lang. Should we be in here? So, schauen wir uns mal an, was hier drin ist. Nur Haxel. Collected One, ah, okay, gibt's halt auch wieder sowas. Eden Apples are the choice food of the gods. Find the 9 total apples in the world and the chest locked by magic. Every 3 you collect will increase your maximum health. Das ist geil. Sind da da immer noch nach rechts im Bild? Gehen wir erstmal hier ran. Ja, aber hier ist eine Kiste. Das war das, ja. Yes, imagine they were. Nur Haxel, schade. Die Kiste sah so episch aus. Hier haben wir auch noch was. Noch ein Lost Toy. Hat sich doch gelohnt, hier runter zu gehen. Das sieht so cool aus. Von nur mit dem Arm zieht er sich hoch, ohne Beinarbeit. Mind the edge, boy. Mit Leute. Knapp 4000 Kohle, ey. Junge, Junge. Ach, mit Fäusten kann er auch kämpfen. Okay. Na, da wollen wir mal noch fix unseren Jungen folgen. Aber. Ja, no excuses, aber die no excuses haben wir dann in der nächsten Folge, im nächsten Video. Und bis dahin, macht's gut und tschö mit euch.